Normalerweise feiern die Panther ihre Siege mit knapp 1000 Fans in der heimischen Halle. Einen der größten Erfolge der Vereinsgeschichte, die Meisterschaft und vor allem der Aufstieg in die zweite Liga, zelebrieren die Spieler und Trainer jetzt auf unorthodoxe Weise. Wir haben uns in einer Videokonferenz zusammengeschaltet, sind 2 Stunden lang zusammengesessen, haben angestoßen, haben ein bisschen gequatscht. Bei mir haben an der Tür ein paar Kumpels geklingelt, wir haben auf der Straße angestoßen. Alles im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten, die ganz große Meisterfeier werden wir irgendwann nachholen. Lob für die Fürstenfeldbrucker gab es auch vom Handballweltmeister Dominik Klein. Die Brucker Panther haben es absolut verdient. Was zeichnet diese Mannschaft aus? Diese Geschlossenheit, dieser Zusammenhalt zwischen den Fans im Verein, Mannschaft und Trainer funktionieren hervorragend. Das ist auch genau das Augenmerk aller Fans, warum sie immer wieder in den Pantherkäfig gekommen sind. Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft. Die Jungs haben sich das dermaßen verdient, haben eine grandiose Saison gespielt. Wir sind verdient Meister geworden. Wir haben uns den Aufstieg verdient. Erstmals werden in der kommenden Saison 19 Clubs in der zweiten Liga spielen. Wie und wann es losgeht, steht allerdings momentan noch nicht fest.